Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wer putzt schon gerne seine Waffen? Aber wenn das gemacht werden muss, dann zumindest mit dem richtigen Utensil. Dazu habe ich heute das Helikon Range Service Case für euch. Das Service Case ist ca. 30 cm in der Breite, 15 cm in der Höhe und ungefähr 5 cm in der Tiefe. Wir haben rechts und links jeweils einen stabilen Carry Handle. An der Unterseite ist die eigentliche Reinigungsmatte befestigt, die hier mit Schockquart zusammengezogen wird. Die packen wir gleich aus. Vorne haben wir ein großes Klettfeld und eine Zipper Pouch, die genügend Platz bietet, um Schreibzeug oder hier die AR-15 Guide von Real Avid zu fassen. Das Hauptfach wird mit einem umlaufenden Zwei-Wege-Reißverschluss geöffnet. Dann hat man Zugriff auf die einzelnen Komponenten. Hier hat man nochmal auf der Innenseite nochmal zum Ausklappen ein Modul. Das ist auf der Vorderseite mit elastischen Schlaufen versehen. Hat hier auch nochmal eine Zipper-Pouch, die diese Tiefe hat, ungefähr. Geht über die ganze Breite. Dann auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Innenseite, haben wir hier zwei Kletttaschen. Die sind auch in derselben Tiefe wie die Tasche auf der Außenseite. Da kriegt man auch noch mal einiges an Ausrüstung unter. Und da wäre noch zu erwähnen, dass diese Tasche innen laminiert ist. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall ölige Gegenstände oder sowas reinmachen, ohne die Tasche gleich zu versauen. Unten drunter ist über die ganze Breite auch nochmal ein schmales Zipperfach, das passt perfekt für Multitools. Und dann haben wir hier in dem Hauptbereich viel Platz für Öl und ähnliche Gegenstände. Auch hier wieder gummiertes Material zum Schutz und Schonung der Tasche. Der Deckel hat zwei große Mesh-Taschen, die sich von der Größe her ideal für den Bohrboss von Real Avid eignen zum Beispiel. Habe ich hier einmal für die Langwaffe, einmal für die Kurzwaffe. Und dann haben wir darüber liegend nochmal drei elastische Schlaufen für zusätzliches Werkzeug und Ausrüstung. Die Schlaufen sind übrigens nicht alle identisch, wenn man sich die so anschaut. Sieht das zwar vielleicht so aus, aber da sind doch tatsächlich die ein oder anderen Schlaufen ein bisschen schmaler, dass man auch wirklich, wie man das hier sieht, die Putzstangen unterbringen kann, ohne dass die rausfallen. Um die Matte zu entfernen, muss ich hier einfach nur die erste Schlaufe lösen, dann kann ich hier schon die komplette Putzmatte herausziehen. Hängt jetzt hier noch an einem Haken. Den muss ich noch lösen. Ist hier nochmal zusätzlich gegen Verlust gesichert. Und dann kann ich die Tasche erstmal zur Seite legen und kann die Unterlage ausrollen. Da haben wir hier auch nochmal eine Wanne, sage ich mal, die mit dem laminierten Bereich ausgestattet ist. Übrigens hier in dem Signal gelb extra, damit ich da auch wirklich die Teile, die Kleinteile, die ich hier reinlege, auch schnell wiederfinden kann. Ja, dann wollen wir mal was zum Putzen herholen. Damit sind wir am Ende der Vorstellung des Helikontex Range Service Case. Wir finden es eine sehr vielseitige Tasche mit unendlich vielen Möglichkeiten, die Putzausrüstung unterzubringen. Die Matte ist auch genial für alle Arten von Waffen, wie ihr im Video gesehen habt. Ja, also von uns eine klare Kaufempfehlung. Ihr bekommt die Tasche überall da, wo man Helikontex kaufen kann. Ich blende euch gleich den Link zum Hersteller ein. Das war's dann mit dem Review von unserer Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik habt, Bemerkungen, rein in die Kommentare damit. Liked uns,
abonniert den Kanal, schaut, dass ihr auch auf die Glocke klickt, damit ihr auch über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.